Also, hallo und herzlich willkommen im Winter und im Wald und an der Röschenschanze. Hier hinter mir befindet sich die Röschenschanze, hier auch ein, ich hoffe, den sieht man. Ich sehe nämlich gerade nicht, was die Kamera sieht, sonst gehe ich mal kurz hier rüber. Ja, ich glaube, jetzt sieht man ihn. Das ist Tiefschnee. Das ist der Grenzstein von Straßburg und Württemberg. Ihr seid gerade in Straßburg, also im Herzogtum. Ich glaube, damals war es ein Herzogtum Straßburg. Und da drüben ist entsprechend, oder Fürstentum, ach, ich weiß es doch nicht. Aber jedenfalls Straßburger Gemarkung und hier drüben ist Württemberg, ja. Baden ist tatsächlich ein Stückchen weiter nach da und hat hier jetzt gerade keine anliegende Grenze. Dementsprechend, ihr seid die Straßburger. Ich bin, ich bin ja auch noch auf der Seite vom Grenzstein. Ich bin auch ein Straßburger gerade. Ja, und wenn man so eine Grenze hat, dann führt das mitunter zu Grenzstreitigkeiten. Ja? Und in diesem Fall war auch das Bedürfnis vorhanden, so eine schöne Grenze dann doch auch ein wenig zu befestigen. Huch, wer hat denn jetzt den Wind angemacht? Und das führte dann wiederum dazu, dass wir hier so eine seltsame Kante im Gelände haben. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann, aber ich zeige euch das gleich noch ausführlicher. Die irgendwie verdächtig ist. Und davor ist ein verdächtiger Graben, sehen wir alles gleich noch. Und beides zusammen bildet die Röschenschanze. Röschen war ein Ingenieur und gleichzeitig ein Major, also Ingenieur-Major Röschen, der von den Württembergern den Auftrag bekommen hat, hier die Passhöhe oberhalb von Oppenau, die Karte kriegt da auch alles zu sehen, zu sichern. Und zwar vor 220 Jahren, irgendwie sowas um den Dreh, dürfte das her sein inzwischen, dass das hier passiert ist, dass man hier entsprechend gesichert hat. Und ja, kurze Zeit später kam dann auch ein gewisser Napoleon und wollte hier durch. Also er selbst war nicht da, aber seine Armee, die wollte hier durch, angeführt unter General, weiß ich nicht, schreibe ich euch unten aber auch wieder hin. Und ja, blöderweise sind die hier auch durch, ja. Und der Versuch der Württemberger, hier die Röschenschanze eben zur Verteidigung gegen die Franzosen zu nutzen, war jetzt nicht so erfolgreich. Und danach war die Röschenschanze dann halt eben französisch. Was schön ist, weil wenn du gleich eine schöne kleine Festung auf dem Pass, den du musst, wenn du dann von Deutschland und bis nach Österreich vor allen Dingen, die wollten ja zu vor allen Dingen die Österreicher angreifen, die Württemberger waren bloß im Weg, sozusagen. Ja, und wenn du da durch willst und hast unterwegs noch ein paar kleine Festungen erobert, dann ist das für dich natürlich gut. Dementsprechend, das Ding war strategisch gar nicht so völlig irrelevant. Die Franzosen sind hier auch gesessen, solange sie hier gesessen sind, bis dann halt irgendwann später wir mal wieder Straßburg übernommen haben. Straßburg hat im Laufe der Geschichte ja mehrfach zwischen Frankreich, Deutschland hin und her gewechselt. Ganz lustige Anekdote, hier stand von 1870 bis zum Ersten Weltkrieg stand hier noch mehr oder weniger ein Turm rum, ein Aussichtsturm in der Schanze selber. Die war noch kein Naturschutzgebiet. Inzwischen ist die komplette Schanze Naturschutzgebiet, abseits der Wege natürlich nur. Und man darf da jetzt nicht mehr rumlaufen. Aber damals stand der Turm eben noch mitten in der Schanze. Der war allein zu dem Zweck da, dass man von diesem Turm aus wunderbar die Belagerung von Straßburg, als wir das letzte Mal Straßburg erobert haben in der Geschichte, konnte man die ganz toll beobachten und konnte dazu gucken, wie es blitzt und donnert, wenn da mal wieder die großen Kanonen abgeschossen werden und man versucht, Straßburg zu Klump zu ballern. Ja? Und dann standen hier die Touristen und fanden das total interessant. Morbide Welt. Ne? Aber so ist sie halt. Ist heute ja auch nicht anders, dass die Welt morbide wäre. Also bevor jetzt Verwirrung aufkommt. Straßburg wurde natürlich dann erst belagert, nachdem vorher hier die Röschenschanze, bei der wir uns befinden, schon mal von den Franzosen eingenommen wurde. Deswegen fand man es auch so eine gute Idee von der Röschenschanze, die jetzt nicht mehr den Franzosen gehört, zu beobachten, wie wir, also quasi wir, ne, Straßburg gerade einnehmen. Ja, und das war eben um 1870 und das wollte ich kurz ein bisschen schildern. Das Bild, was wir da sehen, da ist es gerade eingenommen und die französischen Gefangenen werden gemacht sozusagen
Und die hatten damals, als wir ankamen, etwa 7000 Mann an Garnison. Da kamen dann allerdings noch Versprengte aus der Schlacht bei Wörth, ist jetzt nicht so wichtig, kamen auch dann schon noch an. Dann hatten sie letztendlich 23.000 Mann in der Festung. Davon hatte aber nur ein kleiner Teil eine vernünftige Ausbildung und eine gescheite Kampfkraft. Und darum hatten die jetzt nicht so richtig mit einem vernünftigen Angriff gerechnet, die Straßburger, und waren dann doch etwas überrascht, dass wir dann halt eben doch angekommen sind. Und zwar haben wir uns einfach auf die andere Seite vom Rhein gestellt. Wir sind, Moment, ich lese nach, 40.000 Soldaten aus Württemberg und Baden und dann noch 10.000 Pioniere mit Artillerie, die dann von etwas weiter herkamen. Ja, und dann haben wir uns auch quasi auf die andere Rheinseite gestellt und von da fröhlich mit Artillerie rübergeballert. Und das Problem war, dass Straßburg zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen veraltet war vom Festungsdesign her. Die hatten nämlich nur eine fette Stadtmauer und da auch ordentlich Kanonen drauf, aber die Kanonen waren veraltet und eben nur eine Stadtmauer, ne? Nur äußere Stadtmauer, und wenn die gefallen ist, dann ist die Stadt quasi einnehmbar. Was sie nicht hatten, sind vorgelagerte Forts gewesen. Die waren zur damaligen Zeit bei fast allen Stadtbelagerungen entscheidend, wenn es die dann gab, mit denen man halt eben verhindern konnte, dass die Artillerie so nah bis an die Stadt ran konnte, um die eigentliche Stadtmauer zu bombardieren. Ja, weil mit den vorgelagerten Forts hätte man die Artillerie bombardieren können, bevor die an der Stadtmauer dran ist. Und das wird von manchen Historikern wohl jetzt als der große Knackpunkt angesehen, weshalb wir damals Straßburg eingenommen haben. Ne? Es tut eigentlich nichts zur Sache, aber wenn ich es schon weiß, dann kann ich es ja auch erzählen. Gut, ja, und drum hier an diesem Grenzstein eben viel Historisches passiert. Ein altes Schlachtfeld sozusagen, wenn man so möchte. Und dankenswerterweise ist es auch recht gut dokumentiert, was hier genau vorgefallen ist vom Schlachtengeschehen her. Darum zweigeteiltes Video. A, ich zeige euch die Anlage, wie sie heute ausschaut, was heute noch zu erkennen ist. B, ich erzähle euch dann mittels ja, unter Bildmaterial, was ich hier jetzt aufnehme. Das ist dann nichts Spektakuläres mehr, da geht es dann mehr um den Audioteil. Erzähle ich euch dann, wie sich hier die Schlacht bzw. der Überfall der Franzosen und der Rückzug der Württemberger damals zugetragen hat. Ich hoffe, das ist ein bisschen interessant. Historische Themen sind nicht jedermanns Sache, aber ich selber finde das hier einen sehr spannenden Ort. Wir gucken uns um. Seht ihr mich? Ich bin hier im Graben. Hallo. Also, ich hoffe, ihr seht mich irgendwie. Das hier, wo ich jetzt drin stehe, das ist der Graben. Dementsprechend, wenn ihr jetzt die Franzosen seid, ne? Ihr steht in Richtung Franzosen, ich stehe in Richtung Württemberg. Dann würden die Franzosen zum Beispiel von euch aus hier jetzt angerannt kommen und müssten jetzt erstmal in den Graben stürmen, hier unten, wo ich bin. Ja? Das ist jetzt gar nicht so simpel, weil steiler Graben, steiler Abstieg mit Ausrüstung, mit schwerem Gewehr und so weiter, da musst du erstmal runterkommen. Und dann hätten sie da drüben. Das sind so kleine Metallteile, scharfkantige Metallschrapnelle, die du in die Kanone gestopft hast und dann quasi als Schrot rausgeschossen. Absolut tödlich für jeden Infanteristen, der ist dann hinterher nur noch Hackfleisch. Und ja, ich versuche jetzt mal die Festung einzunehmen und stürme. Normalerweise, also zur Verteidigung der Franzosen, die sind im Sommer gekommen, nicht im Winter, aber ich stürme mal. Thank you.
scheiße schwer hier hochzukommen, ja? Ich komme mal wieder runter. Also hier ist nochmal mit Handkamera. Ihr seht hier vorne den Graben, ne? Also dieser tiefe Bereich. Da hier sind noch Bennspuren zu sehen. Da lief ein wildes Benn. Und dann bin ich da drüben hochgestapft zu dem Baum. Das ist also der Wall. Der hat 5 bis 6 Meter tatsächlich an den höchsten Stellen. Und ist sternförmig aufgebaut. Das kann man so ein bisschen erkennen. Hier ist ein Zacken vom Stern. Hier, da führt auch der kleine Weg hoch. Zernstacken, Sternzacken, so rum. Und dran entlang verläuft der Graben. Hier ist jetzt genau hinten, also da ist der eingeschnittene, das Gegenteil vom Zacken halt, keine Ahnung wie das heißt. Und dann geht der nächste Zacken hier wieder raus. Ja, also man kann's sehen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Also hier entlang und da ist jetzt wieder Schluss. Und dann verläuft dieser Stern da dann sonst wie. Ja? Und die gesamte Anlage ist also sternförmig mit diesen Zacken aufgebaut. Die Idee ist folgende: Wenn du da unten in die Ecken sozusagen oder auf die Ecken natürlich, nicht unten vor deinen Wall, wenn du schon einen hast, aber wenn du in die Ecken, da wo jetzt der Baum steht, obendrauf eine Kanone stellst, dann kannst du halt wunderbar an den Stern entlang schießen und wenn sich einer nähert und da hochsteigen möchte, dann will der wahrscheinlich nicht hier ganz exponiert da den Zacken ersteigen. Wenn doch, dann kann er vom anderen Zacken aus, wenn du da oben drauf auch noch Männer positioniert hast und du hast hier Männer positioniert mit Musketen, dann hast du den da wunderbar wegschießen können vom Nachbarzacken. Das heißt, als es dann eben Kanonen gab, waren fast alle Festungen eben in dieser sternförmigen Bastionenbauweise errichtet, dass man die Sternzacken eben als vorgezogener Schützenposition, Kanonenposition nutzen konnte. Teilweise gab es da noch Türmchen auf den Zackenkonstruktionen drauf. Manchmal waren die auch noch leicht abgerundet an der Spitze. Oder eben an der Spitze gab es noch einen ganzen runden Turm mit Kanonen in alle Richtungen. Aber diese grundsätzliche Sternkonstruktion und Formation entspricht einfach der Zeit und war damals ja, das Festungsdesign um 1800. So, wir stapfen mal jetzt kurz da nuff. Ich dachte, das filme ich jetzt einfach schnell. Das gibt jetzt zwar ein furchtbares Gewackel, aber das hier ist auch ein Teil des Westwegs. Also ein Wanderweg, den der ein oder andere vielleicht auch schon mal belaufen ist. Und ich habe hier auch schon mal was gedreht. Nur jetzt war es gerade so schön. Erstens winterlich. Zweitens wollte ich es ohnehin noch mal besser machen, weil ich inzwischen noch mehr Informationen zu der ganzen Sache habe. Ihr seht also, hier ist quasi der Sternzacken. Genau hier jetzt in der Bildmitte. Und jetzt geht es hier runter, dass das jetzt recht flach ausläuft und man vergleichsweise leicht darunter steigen kann. Das ist natürlich modern und im Laufe der Zeit etwas abgeflacht. Das war ursprünglich nicht vorgesehen, hier bequem runterzukommen, sondern der Wall sollte halt auch möglichst steil sein. Und dann hat sich hier so ein kleiner Trampelpfad inzwischen eingegraben, der auch nicht historisch ist. Und dann laufen wir mal auf den Wall drauf. So, jetzt sind wir auf dem Wall und gucken besagten Wall mal nach unten und sehen, wir sind hier schon gar nicht mal so niedrig. Und dann kommt ja noch erschwerend dazu, dass es da eben den Graben gegeben hat. Und wenn wir uns hier jetzt nochmal, wartet, hier kann ich mich hinstellen, ja. Und da musste erstmal hochkommen, beziehungsweise durch den Graben durch. Und das Ganze unter Beschuss und unter Palisade hier oben drauf. Ist das grundsätzlich schon sehr, sehr eine gute Verteidigung, sollte man meinen. Ne? Aber wie wir schon wissen, haben die Franzosen ja gewonnen. So, hier könnt ihr jetzt das Innere der Anlage sehen. Ich stehe also auf dem Wall und wir sehen hier nach innen fällt unser Wall auch zu einem tiefgelegenen inneren Plateau runter.
Ja, also hier ist es dann deutlich flacher und man kann den inneren, den Wall sozusagen von innen auch in der Entfernung überall sehen. Da geht es dann also jeweils wieder noch ein Stückchen hoch, bis man dann auf den jeweiligen Sternenzacken draufkommt und hat also noch einen zusätzlichen Wall nach innen sozusagen, der innen und außen trennt. Warum ist der Wall auch von innen vorhanden? Warum ist es hier innen tiefer? Beziehungsweise hat man den Wall über das Plateau, das man hier ausgehoben hat, sozusagen freigestellt hat, hinaus hochgebaut, den Wall? Naja, ganz einfach als Schutz vor Geschossen. Ja, wenn also auf den Wall gefeuert wurde, dann sollte eine Kugel, die über den Wall fliegt, nicht direkt hier das komplette Plateau entlang fliegen und jeden treffen, der hier halt rumsteht, sondern da war auch ein Kugelschutz für eben die restliche Truppe, die sich hier oben verschanzt hat, beziehungsweise hier oben halt eben ausgeharrt hat, größtenteils in Zelten. Viel Gebäude gab es hier gar nicht. Und die sollte dann halt eben vor den Kugeln geschützt sein, auch vor Querschlägern natürlich geschützt sein, vor allen Dingen auch vor Kanonenkugeln einen gewissen Schutz haben. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du von unten hier hochballerst, dann ist natürlich unmöglich, eine Kugel über den Wall drüber zu schießen und gleichzeitig in so einem Winkel zu schießen, dass die dann halt eben tief genug fliegt, dass sie jemanden, der hier hockt, trifft oder liegt oder steht. Ja, und nochmal, da war noch eine Palisade, vermutlich eine leichte Palisade oben noch drauf oder sie hätte zumindest noch drauf sein sollen. Hier diskutiert man übrigens in manchen Literaturstellen zu der Röschenschanze auch noch, ob sie denn nicht vielleicht doch schon fertig, doch noch nicht ganz fertig gewesen war. Ist nicht genau. So, hier jetzt in der Mitte, jetzt kommt gerade der Nebel wieder recht massiv. Aber man kann sehen, da steht ein Baum. Dass da jetzt ein Baum steht, ist per se jetzt erstmal was Schönes, aber der steht außerdem auf einer kleinen erhöhten Podest. Ja, das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Jetzt gerade, wo der Schnee liegt, sieht man das noch viel besser, als wenn kein Schnee liegt. Und das sind tatsächlich auch die Fundamente von dem einen Häuslein, was hier gestanden hat. Also eine Hütte, Baracke, Gebäude hat es gegeben, wahrscheinlich eben für die Offiziere und da drumherum die Soldaten eben größtenteils in Zelten untergebracht. So wird das in den meisten Quellen heutzutage interpretiert. Der Grund, warum da jetzt ein Baum steht, liegt einfach daran, dass ich inzwischen dieses tiefgelegene Gebiet hier nur in weiß zu erkennen, als Sumpf bzw. als Moor entwickelt hat. Und da möchte man heute nicht mehr drin zelten. Ne? Und das ist auch alles ein Naturschutzgebiet. Streng genommen hätte ich da eben auch nicht den Wall hochstapfen dürfen. Das habe ich jetzt aber trotzdem gemacht und hoffe, dass ich da irgendwie mit einem blauen Auge davon komme, weil der Wall selber, der ist nicht besonders wertvoll. Das Naturschutzgebiet hingegen, dieses sekundär sich jetzt durch die Schanzenbildung hier entwickelnde Moor, das ist schon was ganz Spezielles und auch zu Recht Naturschutzgebiet. Und da sollte man auch im Winter nicht drum rumstapfen. Wobei man auch immer unterscheiden muss, bei solchen empfindlichen Vegetationsgeschichten, wenn du irgendwann drin rumstapfen kannst, dann im Winter, weil dann liegt Schnee drauf und der bietet in diesem Fall dann auch durchaus einen gewissen Schutz, weshalb eben auch das Erstürmen des Walls nur im Winter wirklich empfehlenswert ist. Also es ist eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert, aber ja, gut. Ich mache euch noch ein paar Fotos an diversen anderen Stellen der Anlage. Aber das ist es im Grunde auch. Selbst erleben ist natürlich viel interessanter, als jetzt diese paar Bildaufnahmen, diese paar Schnipselchen angucken. Und was sich jetzt hier genau zugetragen hat, das werden wir jetzt per Voice-Over und mit den letzten Bildern, die ich noch so mache, als Hintergrundmaterial erörtern. So, jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen Kartenarbeit. Also zu finden ist das Ding beim roten Punkt und da kommt man am besten hin, wenn man nach Hotelzuflucht sucht, Sport- und Wellnesshotel oder irgendwie sowas. Zuflucht an der Schwarzwaldhochstraße gelegen. Karte ansonsten seht ihr ja hier. Und der Parkplatz ist der sogenannte Parkplatz Skilift. Und man fährt da an so einem kleinen Funkturm vorbei, wenn man da in den Parkplatz reinfährt. Und dann fährt man so weit nach hinten, wie man fahren kann. Parkt da, läuft dann einfach den Wanderweg ebenfalls genau als Fortsetzung des Parkplatzes weiter. Und dann befindet sich das Ding ungefähr da, wo ich die Nadel gesetzt habe. Ne? Es ist hier auf der Karte nicht eingezeichnet. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das muss auch nicht so super bekannt sein. Inzwischen weist auch nichts mehr im Gelände, wenn man nicht sehen kann, dass da im Gelände so eine Anlage ist. Daraufhin, dass da eine Anlage ist. Früher gab es mal ein Schild, das ist inzwischen verfault, schlicht und ergreifend. Und umgefallen und wurde dann mal abgeholt, weil es nicht mehr zu retten war.
So, und hier dann nochmal ein Kartenausschnitt mit etwas mehr Übersicht und damit kommen wir auch mal zu unseren Franzosen, die da im Anmarsch waren. Und zwar waren die im Anmarsch 1796. Da hatten sie irgendwie ein bisschen vorher beschlossen, dass es eine gute Idee wäre, nachdem die Marie gesagt hat, sollen sie doch Kuchen essen, die Marie und ihren Gatten den Kopf kürzer zu machen, ne? Also französische Revolution. Und da waren die noch ziemlich stinkig, die guten Franzosen, auf so diverse Adlige. Und da ihre Adlige ja schon alle waren und dementsprechend die Guillotinen was zu tun brauchten, ja, und das wäre ja schade gewesen, da hatte man schon gerade die Guillotine erfunden und die dann jetzt einfach quasi wieder irgendwo verkommen lassen und verrosten lassen, das wäre ja schade gewesen. Also brauchte man neue Köpfe für die Guillotine und da, bevorzugsweise adlige Köpfe, und dafür musste man dann halt ins Ausland, weil die eigenen Adligen waren ja schon rasiert, ne? Also sind die Franzosen eben auf die Idee gekommen, ja, dann legen wir uns doch mal mit den Preußen und mit den Österreichern an. Und dummerweise wohnen beide deutlich weiter im Osten und da ist so ein Schwarzwald im Weg. Und die Schwarzwälder mussten dann halt so ein bisschen helfen, damit die Franzosen dann an Möglichkeit nicht rüberkommen. So, und damit sind wir jetzt eben wieder bei 1896, als die Franzosen nämlich tatsächlich, nachdem der Waffenstillstand, der bis dahin herrschte, gebrochen wurde, beziehungsweise man gesagt hat, den beendet man jetzt und ab sofort darf wieder geschossen werden und gekämpft werden, sind die Franzosen bei Straßburg über den Rhein. Die haben dafür eine Pontonbrücke verwendet und haben wohl auch eine Fährenbrücke installiert, sprich einfach immer mit der Fähre hin und her gefahren und sind dann nach und nach über den Rhein. Es gab eine nördliche Armee der Franzosen, also von uns aus gesehen jetzt hier eine deutlich nördlichere, und eben die, die tatsächlich durch den Schwarzwald durch sollte. Die nördliche sollte sozusagen um den Schwarzwald drumherum und gar nicht erst versuchen, sich durchs Gebirge zu schlagen, und die südliche eben dann durch die Pässe. Da war es dann natürlich von Interesse, dass man damit schon gerechnet hatte, dass die württembergische Obrigkeit gesagt hat, ja, dann bewachen wir doch die Pässe, beziehungsweise befestigen die Pässe und bauen da Abwehranlagen, sogenannte Schanzen. Und das hat man dann eben auch an jedem wichtigen Schwarzwaldpass im Kniebisgebiet getan. Und aber erstmal so grob, der Weg der Franzosen war jetzt, in Straßburg haben sie sich gesammelt, dann sind sie über den Rhein, dann sind sie Richtung Offenburg und da haben sie sich jetzt nochmal aufgespalten. Die eine Truppe ist sozusagen nach Süden weg durchs Kinzigtal, na, das ist hier der Gengenbach, Hausach und so weiter und so fort, da fährt heute auch die Bahn durch den Schwarzwald. Und die andere Truppe, die ist nach Oberkirch rauf sozusagen und hat dann versucht, durchs Renchtal nach oben auf die Höhe, auf den Pass zu kommen und den Pass eben zu sichern. Und da oben am Renchtalpass sozusagen, da saßen jetzt unsere Schanzen und da hat sich auch zugetragen, was im Weiteren noch erzählt werden soll. So, lala. Und jetzt sind wir hier in Oppenau. In Oppenau kamen die Franzosen also an, indem sie von Norden kommend das Tal raufgekommen sind und haben dann in Oppenau wohl angeblich, da gibt es so eine Sage dazu, damit gedroht, da ganz böse zu brandschatzen, zu morden und was man halt sonst noch so tut im Krieg, wenn nicht ein Oppenauer Viehhirte mit ihnen kommt und ihnen den besten Weg über den Pass zeigt, wie sie denn ihre Soldaten am blödesten eben über den Pass kriegen. Ja, und das war ein Knackpunkt, weil eigentlich wäre der Plan gewesen, so hatte es zumindest der Major Rösch vorgesehen, der eben diese Schanze da oben angelegt hat, dass die weiter dem Tal folgen, weil sie ja keine Ahnung haben, wo es lang geht. Es ging also nicht um irgendeine ausgetretene Forststraße, wie wir sie heute haben, sondern es war so ein ganz, ganz kleiner, schmaler Viehweg, so ein Trampelpfad, der mit bloßem Auge kaum zu erkennen gewesen ist. Die hätten da so lange suchen müssen und wenn sie lange gesucht hätten, hätten sie es auf der Schanze auch bemerkt. Und dadurch war eigentlich vorgesehen, dass die eben weiter dem Bachlauf folgen, weiter dem Tal folgen, dann da irgendwie verwirrt den Hang hochsteigen und dann von oben nach Möglichkeit sogar schon beschossen werden können oder zumindest entdeckt werden und Ausfälle aus der Festung gemacht werden können. Das ist gar nicht so einfach, das heute zu rekonstruieren, warum die Festung genau da sitzt. Also Festung ist immer ein bisschen übertrieben, die Schanze halt, wo sie sitzt. Aber das war so ungefähr der Plan. Aber jetzt hatten die ja einen Ortskunden
ortskundigen Führer. Und mit dem ortskundigen Führer hatten sie damit halt eine wunderbare Gelegenheit, nicht da hochzukommen, wo das von Major Rösch vorgesehen gewesen ist, sondern einen schönen kleinen Bogen drumherum zu machen und kamen dann einfach sozusagen von der falschen Seite. Ja, dankenswerterweise habe ich diese Skizze bzw. diese Karte, die wirklich noch von Röschs Zeiten stammt, gefunden, wo er selber mal eingezeichnet hat oder hat einzeichnen lassen, wie denn das Ding ausgesehen haben soll nach seiner Vorstellung, wenn es dann fertig geworden wäre. Das ist der springende Punkt, aber zu dem kommen wir gleich noch. Und im Prinzip sollten die Franzosen von links unten kommen, quasi. Ja, und die Idee wäre dann gewesen, ihr seht da auch diese kleinen Halbkreise, in den oberhalb der Buchten der Sternkonstruktion hier, und da sollen wohl dann auch irgendwie Geschütze hätten stehen sollen, Geschütze, und damit man dann da eben schön runterballern kann und eben auch den Hang runterschießen kann, wenn dann die Franzosen da den Hang hochkommen. So wäre der Plan gewesen. Also da ist auch ein ordentlicher Hang, den konnte man jetzt leider, den konnte ich euch auch nicht zeigen, weil da zu viel Nebel gewesen ist und mit dem Schnee und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich hätte das wahrscheinlich schon funktioniert, zumal eben die Franzosen die Ortskenntnis nicht gehabt hätten und dann hätten sie ein Problem gehabt. So. Doof ist jetzt nur, dass die Franzosen die Ortskenntnis eben sehr wohl hatten, weil sie sich da diesen Hirten geschnappt haben, und die kamen vermutlich, das ist heute auch schwer zu rekonstruieren, kamen die einfach aus Norden, also aus der Richtung, wo man sie nicht vermutet hat. Jetzt war Rösch nicht so blöd, seine Schanze nach Norden völlig unverteidigt, offen zu lassen oder sowas, aber damit gerechnet hatte trotzdem keiner, und die Wachmannschaft, Rösch selber war da nicht anwesend, hat das Ding nur errichtet und geplant. Die Wachmannschaft, die übrigens erstaunlicherweise tatsächlich anwesend war, also man muss da fast schon sich wundern, dass da wirklich eine Besatzung gewesen ist, war allerdings nur halb so viel wie geplant. Ne? Weil eigentlich war das Ding ausgelegt für zwei Bataillone. Ein Bataillon hat je nachdem was für ein Bataillon. Die Franzosen hatten andere Größen, die Badener, die Württemberger, alle unterschiedlich groß, aber ich sag mal zwischen 400 und 600 Mann, je nachdem bei wem man halt eben gewesen ist, im Schnitt sowas um die 500. Also man hätte da 1000 Leute reingequetscht. Das wäre durchaus eng gewesen, weil so viel Platz ist da gar nicht drin. Die dann halt eben in Zelten auf engstem Raum irgendwie untergebracht und versucht da irgendwie 1000 Leute reinzukriegen, so die Planung. Ja? Die waren aber nicht da. Was da war, waren vielleicht 500, und diese 500 waren auch nicht erfahrene Veteranen, sondern mehr so Feld-, Wald- und Wiesensoldaten, die man halt eben gerade so gehabt hat, und die waren entsprechend dann ein wenig in Panik. Und was man aus erschwerend dazu kommen lassen muss, ist, und da habe ich jetzt noch ein paar Bilder von der Schanze selber, in einer vollständig funktionsfähigen und zu Ende gebauten Festung hätte man also jetzt durchaus denken können, dass da ja sogar Leute anwesend waren und auch genügend Soldaten anwesend waren, man da die Franzosen eine ganze Weile hätte aufhalten können. Ja? Und ihnen gegebenenfalls in den Rücken fallen, falls einfach dran vorbeiziehen an dem Ding, weil dran vorbei waren sie im Grunde ja schon, dass sie jetzt das Ding noch angegriffen haben, lag vor allen Dingen daran, dass sie es halt einnehmen wollten, um dann später für den eigenen Rückzug, für die eigene Nachschub Sicherung nutzen zu können, wenn halt weitere Truppen über den Schwarzwald marschieren und weiter nach Württemberg und dann später nach Österreich und so weiter vordringen. Ne? Dann im weiteren Verlauf von dem nächsten Krieg mit einem gewissen Napoleon Bonaparte als General. Der war zu diesem Zeitpunkt auch schon aktiv, allerdings gerade in Italien, hat uns hier also jetzt nicht allzu sehr genervt. Gut, jedenfalls wäre die Festung fertig gewesen, hätte man eben gute Verteidigungschancen gehabt. Leider war sie nicht fertig, und jetzt ist es ganz schwierig mit der Quellenlage rauszufinden, wie viel denn gefehlt hat. Mit Sicherheit gefehlt haben die Kanonen, dass man die einfach nicht hatte. Man hatte also nur ganz normale Schießgewehre und eben so circa 500 bis 600 Infanteristen. Das ist jetzt gar nicht mal so wenig. Blöd ist jetzt bloß, die Franzosen waren da wahr
wahrscheinlich mit ein paar Bataillonen, also locker ein paar tausend Mann unterwegs. Und da müsste die Verteidigungsposition schon sehr gut gewesen sein, um da vernünftig gegen die anzukommen. Und das hatte man halt einfach nicht. Und wahrscheinlich hatte man auch noch nicht mal großartig Palisaden und konnte dann damit also auch nicht aus der Deckung heraus auf die Franzosen feuern, sondern hätte sich höchstens oben auf den Wall legen können. Ist immer noch eine tolle Position, gibt immer noch viele Möglichkeiten, von da was zu machen. Und das wurde wohl auch tatsächlich versucht. Also sie haben die Schanze eine Zeit lang verteidigt oder sie haben es zumindest versucht. So, und jetzt gehen die Quellen auseinander. Es gibt nämlich jetzt zwei Szenarien, von denen berichtet wird. Szenario A. Die Franzosen sind durch diesen Graben vermutlich, ne, den ich hier gerade im Bild habe, mit aufgepflanztem Bajonett schreiend und unter, ja, riskieren ihres Lebens einfach wie blöde in die Festung gestürmt. Ne? Also da jetzt, stellt euch da ganz viele Franzosen vor, die da jetzt schreien, von rechts nach links durchrennen, dann da diesen Hang hoch und dann auf die verteidigenden Schwaben mit dem Bajonett, beziehungsweise ja, zum Nachladen haben sie dann keine Zeit gehabt, also wirklich mit dem Bajonett losgegangen sind. Das ist Szenario A. Das hatte zur Folge, dass die Schwaben dann Panik gekriegt haben und abgehauen sind, und zwar nachhaltig. Sie haben auch nicht bei der nächsten Verteidigungsposition, da gab es nämlich noch andere Schanzen im Gebiet, Halt gemacht und dann nochmal verteidigt, sondern sie sind komplett, haben sich komplett zurückgezogen, wollten sich bei Freudenstadt, nur wer ortskundig ist, ne, ist nicht so wichtig, noch mit einem anderen Bataillon treffen und sich dann reformieren, hat aber nicht stattgefunden. Gefunden, die sind dann wirklich umfassend, ich glaube, fast bis Stuttgart letztendlich abgehauen und wurden nicht mehr gesehen. Ja, das war's. Und seitdem gehörte das Ding den Franzosen, bis dann halt eben Napoleon besiegt wurde, ne, und so weiter. Und die Franzosen sich von alleine zurückgezogen haben und wir dann halt irgendwann Straßburg angegriffen haben und den Aussichtsturm dazu hier auf die Schanze gestellt haben. Ja? So. Variante 2, die ist sehr schnell erzählt, nämlich die Schwaben haben die Franzosen kommen sehen, haben noch ein kleines bisschen in die Richtung der Franzosen gefeuert, hatten aber Angst und waren sehr, sehr überrascht, weil die Franzosen im Abend rot angegriffen haben, also als da gerade sehr entspannte Stimmung im Lager einkehren wollte, oh, es wird dunkel, wir gehen gleich alle schlafen, es gibt Abendessen, und statt Abendessen gab es Franzosen. Und da sind sie wohl in Panik geraten und abgehauen. Also diese beiden Szenarien gibt es. Einmal die halbwegs tapfere, aber aussichtslose Verteidigung und gleich abhauen, sobald die Franzosen angerückt sind. Ja, dürft ihr euch was aussuchen. Die Quellen geben nun wirklich nicht her, was da jetzt exakt passiert ist. Und damit, ja, ich habe gesagt, es ist ein historisches Schlachtfeld, das ist es auch. Aber allzu viel ist da nicht passiert, ist aber auch tatsächlich damit immerhin die größte und umfassendste Schlacht, die auf den Höhen des Schwarzwaldes, im Nordschwarzwald zumindest, Süden bin ich mir nicht so sicher, jemals stattgefunden hat. Ja, mehr Kampfhandlung ist da nicht gewesen. Auch nicht im Zweiten Weltkrieg. Da sind die einzigen Schüsse, die im Gebiet abgefeuert worden sind, die Franzosen gewesen, ja schon wieder, die Franzosen gewesen, nachdem sie dann halt eben das Gebiet besetzt hatten, als sie schon längst, ja, also quasi Nazi-Deutschland schon gefallen war. Ja, und haben sie da einfach Zielschießen gemacht und ein bisschen Übungsschießen. Und das war es aber auch. Mehr wurde da nicht geballert. Also einmal 1796 und dann nochmal 1946, als die Franzosen Übungsschießen veranstaltet haben. Ja, immer diese Franzosen. Nein, selbstverständlich sind wir auch die Franzosen nicht mehr böse. Alles gut, ist historisch, ist lange her. Gar kein böses Blut, ja. Also das ist alles nur Spaß, wenn ich hier ein bisschen rumfrotzel. So, tschüss. Bis morgen.